Hat, Mann, wieso porten sie sich dann ständig in mich? Okay, Moment. Bombe. Hier eine hin. 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 Und hier noch eine hin. So, hier sind zwei Wege. Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal den Weg hier. Ich glaube, hier befindet sich ein Item, genau. Der Heilpanzer. Ich glaube, so gut ist der gar nicht. Oder war das der... Führt die KP vollständig auf. Das ist halt das Gute. Ich meine, der ist für Doki eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Nehmen wir. Auf jeden Fall. Schön weggeportet. Und hier lang. Gehen. Kommen wir überhaupt schon... Ach so, warte mal. Da kommen wir zum Drachen. Moment, ich gehe hier mal kurz durch. Was ist hier denn so? Können wir runtergehen? Okay. Kommen wir hier an. Aber wir können hier noch mehr machen, oder? Genau. Erstmal hier eine Bombe legen. Dann geht das nämlich kaputt. Und dann können wir hier durch und hier eine Bombe legen. Können wir hier runterfallen? Okay. Hey, du süßer Drache. Besiegen wir diese Drachen. Dürfte ja recht einfach sein. Zack, 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 besiegt. Gut, aber hier konnte man noch mehr machen, oder nicht? Warte, hier kommen wir dorthin. Okay, ja, hier müssen wir Bombe legen und Bombe legen. Dann bricht das nämlich ein und wir können hier lang. Okay, gut, gut. Wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Hier gibt es auch noch ein paar Items zu holen. Hier ist nämlich eine brüchige Wand. Genau. Mit dem Hades-Juwel. Und das ist gar nicht mal so schlimm. Nicht so schwach, meine ich. Schlimm. Es gibt dir mega den Damage. Angepeilte Gegner verschwinden im Nu. Es gibt dir halt echt mega den Damage-Boost. Und deswegen kriegt Seelan dieses Item auch. Aber es ist ein rotes Item. Das heißt, es ist verflucht. Habe ich das jetzt Seelan gegeben? Ich hoffe ja. Nein, ich habe es... Verdammt! Okay. Und ja, du kannst es jetzt also nicht mehr ablegen, bis du es entflucht hast. Sag ich jetzt mal. Und ja, aber dafür sind halt diese verfluchten Items halt so mega, mega, mega stark. Na, ah, warum dreht er sich noch um? Shit. Hadeswagen. Ich glaube, die können auch ein Hades-Juwel droppen. Ich bin mir da nicht sicher. Kann auch sein, dass die nur ein Hades-Juwel droppen, wenn man es schon einmal gefunden hat. Aber ich bin der Meinung, das geht. Ist hier auch noch irgendwie... Ne, hier gab es keine brüchige Gewand mehr. Okay, ach genau, das ist auch ziemlich cool eigentlich, das Rätsel. Man kann mit dem Stein den Teppich... glatt machen und das ist halt unser Ziel, beziehungsweise halt, ja, das Rätsel. Ist ziemlich cool auf jeden Fall. Oh, Mana auffüllen, Leben auffüllen oder andersrum, speichern. Wir haben das letzte Mal mit Lexis gespeichert. Krass. Auch nicht schlecht. Ich kann die Kraft spüren. Lol. Missratene Sterbliche, ich verachte sie. Dies ist eine Form von Energie, die Energie des Bösen, des absoluten Hasses. Weshalb entlädt sich diese Kraft ausgerechnet hier? Eine Macht der Hölle muss sie in diese Welt gebracht haben. Ja, das könnte sein. Hulk! Ah, diese verabscheuungswürdigen Sterblichen. Hey du, Rachegeist. Machen wir mal das. Würde ich sagen, machen wir mal Wasserfontäne. Vampirkurs nicht, nee, wir warten auf Sturzbach und wir machen mal einen Fokus. Mal sehen, vielleicht funktioniert das ja. Na, 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 na. Hab ich eigentlich noch Kaffee? Wow, das war ein ganz gutes Damage eigentlich. Ja, gut, so ein paar Tröpfchen Kaffee habe ich noch, schön.
Ach, stimmt doch, so Bosse geht was mit dem Fokus ja nicht, ne? Alter, Satan, bist du gut. Heieiei. Wasserfontäne war auch nicht schlecht. Schön. Machen wir mal einen normalen Angriff. Normalen Angriff. Machen wir mal Ninja. Vielleicht macht Ninja ja noch mehr Damage. Machen wir einen normalen Angriff. Und es bringt hier jetzt nichts. Ich guck mal. Probieren wir mal erstmal Donner aus. Hast hier gerade? Wartet ab, okay. Achso, wahrscheinlich meckert er rum. Ah, diese böse Jugend. Diese bösen Guten. Oh, Sterblichen und so. Und doch vor meinem Rasen. Donner hat schön Damage gemacht. Hei, hei. Okay, dann würde ich sagen, immer noch kein Satan bis verfügbar. Machen wir nochmal hier vielleicht irgendwie, mal gucken, wie viel Phoenix Damage macht. Und hier machen wir auf jeden Fall wieder Donner. Donner hat gut, ganz gut Damage gemacht, das ist schön. Das ist sehr schön. Na, na, na. Na, na, na. Na. 223, jung, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall kann ich nicht meckern. Der Donner macht ja, 251, auch nochmal schön. 270er Crit, boah, schöne Sache, Alter. Und ein normales 200 Damage. Das ist super. Das ist sehr super. Gucken wir mal, ja, Frostfee an und machst du irgendwie, machst du mal einen Drache, komm. Verderbnis? Oh Mann. One-hittet das irgendwen? Ich hoffe nicht. Ha! Was? Alter! Hoi! Manharu, Alter, ich liebe dich. Du machst ja ein Horror. Unfassbar schönes Damage. Hast hier gerade auch schön, zum Glück. Okay, wir können wiederbeleben. Heilige Scheiße, Alter. Der hat einfach mal gewone-hitted. Guy und Arti. Ho. Du lebst wieder, Arti. Na, 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 na. Dim, 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 dim. Guy lebt auch wieder, schön. Oh, mach nochmal einen Wutanfall. Mach nochmal einen Wutanfall. Alter, war das schön. Wir können nochmal einen Satanbiss machen. Schön. Ein normaler Angriff. Wir machen mal einen Stärker. Und Arti macht jetzt endlich mal einen Drachen. Ich wollte jetzt schon wieder Drachen machen. Ich wollte jetzt immer noch wissen, was Drache macht. So, wie viel Damage Drachen macht. So. Jetzt habe ich es aber richtig gesagt, oder? Frostkönigin macht auf jeden Fall keinen Damage an dem Viech. Also lieber Phönix und Donner weiter benutzen. Oder Drache. Ah, ich bleib bei Phönix und Donner. Oh, Satan ist so ein schönes Damage, echt. Komm, Wutanfall, schade. Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Phönix. Und ein Donner. Er macht nur Hastirale, zum Glück. Das ist ganz, ganz gut für uns eigentlich. Obwohl, er könnte Doki angreifen, wegen dem Satanbiss. Aber egal. Dim, 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 dim. Ist er immer noch nicht besiegt, Alter. Komm, jetzt sterb doch endlich mal, du Geist. Wir wollen dich sterben sehen, jetzt los, mach hin. Er kann Phönix. Krass. Sedan hat voll ZP. Es könnte unser Vorteil noch sein. Na, 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 na. Da, da, dam, dam. Dim, da, dim. Ach ja. Lufia-Musik, ey. Ist schon ganz geil. Komm, jetzt sei doch. Langsam kannst du echt mal besiegt sein. Besiegt. Besiegt sein. Los. Ach komm, wir bräuchten nochmal so einen Wutanfall von Haru, Alter. Das Damage war unendlich geil. Machen wir mal einen Sturzbach. Nochmal einen Donner. Confusio, nein, wag es nicht. Wag es nicht. Ha, ja. Ha, ja.
Sturzbach machen nicht mal wirklich Damage. Ich hätte jetzt irgendwie mehr erwartet, aber okay. Jetzt so langsam, ne? Kannst du echt mal besiegt sein. Komm, Haru. Ich glaub an dich. Ich weiß, du willst es auch. Ich weiß es. Ich weiß es. Nein, nein, nein. Bitte nicht, bitte nicht. Oh. Okay. Oh, zum Glück ist keiner besiegt worden. Und irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt habe ich vergessen. Ja, er ist besiegt. 50.000 Goldmünzen. Oh, wie geil. Hass, Hass. Ich hasse sie, sie seien verflucht. Kann diese Energie wieder einen Körper bilden? Nein, sie ist zu sehr geschwächt. Wir sollten ihrem Leiden ein Ende bereiten. Wesen, die ihr dort schwebt in der Luft, ich segne euch mit heiliger Energie. Ruht in Frieden. In Frieden. Haben sie nun ihren Frieden? Ich habe getan, was ich konnte. Es hängt nun von ihnen ab, ob sie das heilige Licht annehmen. Das heilige Licht? Genau, ich will unbedingt den Zauber Abaddon und so haben. Oh, das ist so schön. Fluchbogen, okay. Das sieht, hört sich gut nach einem Fluch-Item an, würde ich mal sagen. Ja, guckt euch das mal an, Fab. Das ist CZP, wow. Nach langer Zeit von einem Elf verflucht wurde. Zauber, Flucht. Dün, 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 dün. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen. Ich meine... Ah! Hey! Na, Iris? Alles fresh bei dir? Wir reden gleich mit ihr. Ich will noch gleich mal kurz, erstmal genau in die Kirche gehen. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Beleben. Nein, nicht beleben. Heilen. Ja. Er ist kuriert. Jetzt können wir auch mal gucken, was die Items jetzt so machen. Artisbogen sogar, okay. Seht ihr, der hat sein Damage schon mal gehört. Erhöht. Meine Güte. Was hatte er denn? Er hatte ein Samu-Juwel, oder? Hat er ein Kürbisjuwel? Er kriegt ein Kürbisjuwel. Denn Selan soll das Hades-Juwel kriegen. Damit sie ein bisschen mehr Damage hat. Ihr Damage ist nämlich unglaublich kacke gewesen. Mit Iris reden wir gleich. Wie gesagt, wir gehen erstmal... Haben die hier einen Magieshop? Haben die hier keinen Magieshop? Dein Ernst? Ich will Magie. Magie. Hier oben war auch keiner, ne? Nee. Oh Mann. Was haben die hier denn? Sei grüß, Fremde. Schaut euch um, ja. Waffen und Rüstungen, ja gut. Waren wir in dem Shop eigentlich schon drin? Ich glaube nicht, oder? Feuersäme. Nebeldegen. Atlantis. Kristallstab. Oh, helle Bade. Ja, wir kaufen mal ein bisschen ein, ne? Zack. Zack. Und zack. Platinpanzer, was macht der? Ego-Kraft 1. Ja, den kriegt gar gerne. Seidenrobe. Was macht die? Nichts. Egal, kriegen die beiden trotzdem. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Geld, was wir ausgeben können. Platinhelm. Gerne. Platinband. Platinkralle. Warte mal. Ah, das sind Schilde, genau. Ja, Platinschild. Platinkralle. Zwar ein bisschen Damage weniger, aber egal. So. Ausgerüstet. Dann reden wir jetzt mit Iris. Iris, was machst du hier? Ich warte auf dich. Auf mich? Ja.
Ich will dich etwas fragen. Können wir kurz unter vier Augen sprechen? Könnt ihr nicht. Ich spreche mit Doki, nicht mit dir. Nein, nein und nochmals nein. Vertraust du Doki etwa nicht? Du scheinst nicht sehr sicher zu sein, was seine Treue zu dir angeht. Das stimmt nicht. Dann beweise es. Was? Über dem Meer liegt im Süden die Stadt Durini. Was? Durinea. Westlich davon befindet sich der Turm der Wahrheit. Dort erfahrt ihr die ganze Wahrheit. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr den Mut dazu habt. Okay. Für wen hält sie sich eigentlich? Iris war irgendwie ganz anders, als sie sonst ist. Du scheinst diese Frau ja sehr gut zu kennen. Ich? Ach, du scherzt. Doki, stimmt etwas nicht? Selan, sei nicht so albern. Sie ist nicht albern, es wäre doch möglich. Ati! Sie schüttet doch Öl ins Feuer. Helfen! Können ganz schön... Oh, lol. Sie? Für mich ist Ati ein Er. Manchmal wird auch Er gesagt, manchmal Sie. Naja, schüttet doch Öl ins Feuer. Helfen können ganz schön frech sein. Doki, auf nach Durinea. Und nur dahin! Schon gut, schon gut. Was hast du gesagt? Westlich, ne? Na, ist das Durinea? Nice. Durinea, komm schon, lass hier Maggi-Shop sein. Ich will Maggi. Hey, da ist, kann man ab... Ah, schön. Kann man, glaube ich, Apfelsaft und so kaufen. Dann kann man die... Habadon! Es ist so teuer, fuck! Scheiße. Mann. Was machen wir da nach dem Turm der Wahrheit? Pfe. Bitch! Kapschel, Futter. Kristallland habe ich nicht, du kriegst trotzdem Essen. Ich will dich jetzt weiterentwickeln, Haru. Komm! Ja, die nächste Form. Geil. Geil. Neometer und so. Ha. Ich weiß noch nicht, was für eine Frucht er braucht. Ich glaube, er braucht eine Feuerfrucht. Wow, du bist ein riesiger Steinkopf, Haru. Nein, nein, nein. Was? Wir haben nicht die richtige Frucht. Nein, ich will nicht doch nur deine Mama. Tja. Manu. Ja, finden wir halt Haru weiter. Goldschild. Nicht Haru. Xaver. Dreizack. Duplexklinge. Dein Ernst? Aquaschwert. Silber, Kraftjacke, Seidenanzug, aha. Silberrobe. Goldschild. Goldkralle. Silber, Goldband. Goldhelm. Wir haben bald nichts mehr. Stirnreif. Flederstein. Samu-Juwel. Okay, wir haben Haru oder Xaver fast fertig. Er hat kein Beben mehr? Er hat kein Beben mehr? Manu. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, chillen wir uns noch schnell ab zum, ja, Turm der Wahrheit. Aber den machen wir. Können wir hier schon rein? Ja, können wir. Den machen wir im nächsten Part, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut da rein!